So, liebe Leute, endlich geht's wieder weiter mit FIFA und damit herzlich willkommen zurück. Wir sind in der Saison 4 und wollen natürlich jetzt weitermachen. Ja, im ersten Spiel haben wir verloren in Freiburg und jetzt haben wir das letzte Spiel gegen Dortmund gewonnen mit 3:0 und sind wieder ein bisschen mit dabei, was die Geschichte nach ganz oben betrifft. Und da geht das nächste Transferangebot ein und es hat sich ja unter der Woche ein bisschen rausgestellt, dass Kolasinac und Huntela den Verein verlassen werden. Und deswegen will ich auch dieses Angebot annehmen. Wenn da jetzt nichts anderes kommt, doch 10,3 Millionen. Nee, warte mal. Halt. Scheiße. Was haben wir denn hier? Bella Kotschab. 4,9 Millionen Marktwert. Darmstadt 6,5 Millionen, Alter. Nein. Delegieren. Alles, was Angebot 8, Mindestverkaufssumme. Ich verkaufe den unter 10 nicht. Weil ich dann aufrüsten kann. Scheiße, habe ich nicht dran gedacht, dass es. Scheiße, jetzt gebe ich mir einer meiner Spieler unter Marktwert ab. Ah, scheiße, ey, das habe ich denn da. Das ist natürlich jetzt ärgerlich. Der hat Marktwert von 20 Millionen, ich gebe ihm für 11, irgendwas weg. Nächste Gegner übrigens Mainz 05. Nur so nebenbei. Ja, wenn Pech gehabt würde ich vor euch. Kann ich noch mal in den Transfermist reingrätschen? Bei den weil der kriegt komm. Ach, das ist natürlich jetzt ärgerlich, dass der jetzt natürlich nicht ins Leihe gehen wird. Zentrale, Scheiße, da habe ich nicht angedacht, ey. Krieg ich den. Warte mal. Krieg ich da irgendwie nochmal reingekrätscht in den Transfer? So, dann versuche ich da jetzt gerade mal noch dazwischen zu grätschen. Ich weiß, dass er jetzt gehen wird, aber ich behalte ihn jetzt gerade nochmal. So, ich setze wieder auf die Transferliste, damit ich ihn abgeben kann. Aber damit ist das. Ich glaube, das. Ich hoffe, dass das Angebot von Rem jetzt weg ist. Weil das, da wollte ich eigentlich nochmal reingrätschen in das Ding. So. Oh, Transfer. Transferangebot für Mertan. Ja, David war gut. Ablehnen, nein. Vielleicht soll ich Devin Major mal zumindest ein Jahr. Zumindest mal ein bisschen verleihen. Weil, ja. So, Transfer. Genau, Transferliste. Ja, warte mal, der steht Spezialer. Flyliste sitzen. Da. Verlängerung delegieren. Weg. Ich gucke gerade mal meine Spieler durch, was jetzt immer noch bleiben soll. Verlängerung delegieren. Zumindest mal noch ein Jahr. Malik, ciao. Verlängerung delegieren. Auf alle Fälle verlängern. Frederik Renner. Verlängerung delegieren. Auch da bleibe ich doch mal dran. So, auf jeden Fall, wie gesagt, das heißt, wir haben keine auslaufenden Verträge, die nicht unbedingt sein sollen. Die haben wir jetzt fast alle verlängert. Und jetzt können wir direkt ins nächste Spiel reingehen gegen Mainz 05. Ja, ich weiß, es ist immer mal wieder so ein bisschen, dass ein paar Sachen passieren müssen.
Wir haben noch die Transfer-Deadline jetzt in der nächsten Folge oder diesen Folge. Ich weiß es noch nicht. Transferangebot für Latza. Gucken, was wir da haben. 1,8 Millionen. Mindestverkaufssumme 2,5. So, mal gucken, ob sie ihn nehmen würden. So. Gehen wir mal rein ins Spiel gegen Mainz 05. Gucken wir mal, was war heute, ob wir die Jungs heute geschlagen bekommen. Also ein zweiter Sieg wäre super. Weil ich will ja in dieser Saison natürlich den Titel holen. Ne? Wir hätten in der letzten Saison schon haben können. Aber da haben wir die Niederlage in Dortmund gehabt und jetzt haben wir es, will ich auf jeden Fall hin. Ich will die Saison den Meistertitel holen. Das ist ganz klar. Wir sind in unserer vierten Saison und wollen endlich den Bundesliga-Meistertitel haben. Und dann haben wir so einmal komplett alle durch. Aber wie gesagt, mal schauen. Liebe Zuschauer, ich darf Sie herzlich zum heutigen Spiel begrüßen. Hier in der Opel Arena. Mein Name ist Wolf Fuß und ich werde das Ganze gemeinsam mit Frank Buschmann für Sie daheim kommentieren. Und heute geht es bei uns um ein Spiel aus der Bundesliga. Mainz 05 gegen Schalke 04. Ein spannendes Ligaspiel also, Wolf. Beide wissen, worum es geht, gerade gegen diesen Gegner. Und das merkt man auch, wenn man die Fans beobachtet. Eine extreme Erwartungshaltung vor dieser Partie. Ihn auf dem Platz sehen zu dürfen, ist immer wieder ein Erlebnis. Bei dem beeindruckt mich immer wieder das unglaubliche Tempo, dass er auch mit Ball aufnehmen kann. Da ist auf jeden Fall kein schlechter Transfer gewesen, da bin ich mir ziemlich sicher. So, geht jetzt gleich los. Die Jungs klatschen sich noch ab und geht gleich ins dritte Saisonspiel. Müsste es dritte sein. Und da ist die Aufstellung der Mainzer. Was erwartest du heute taktisch von ihnen? Ja, sie kommen normalerweise gerne über den enormen Druck, wollen den gegnerischen Spielaufbau von Anfang an stören. Und ich glaube, wenn ich mir das Team heute so ansehe, das wird auch diesmal wieder ihre Strategie sein. Ja. Da haben wir die Anfangsformation der Schalker. Die spielen heute in einem offensiven Team. Interessante Entscheidung, Wolf. Da ist eine Menge los im Mittelfeld. Da brauchst du gute Leute, da brauchst du Laufbereitschaft. So, auf geht's. Anpfiff und los geht's. Anschluss erfolgt in Mainz. Und jetzt da wollen wir heute den Sieg holen. Hier wollen wir natürlich den Sieg holen. Marco Richter. Schöner Ball auf Richter, der hat, wie angesprochen, schon am Anfang mit Tempo kommt. Erste Situation und das kriegen die Mainzer noch irgendwie verteidigt. Ah, gut gemacht. Nebel, der ganz außen frei steht. Jetzt könnte die Flanke in den Strafraum bringen. Ein Tag vorüber. In der WWK Arena tut sich was. Ja, da hat er gesehen. Genau den Marco Richter da vorne gesehen. Schade. Ja, die Flanke bringt nichts ein. Und Paulinho. Ja, sie können erstmal klären. Da ist die Chance. Die Riesenchance. Er wirft sich in den Schuss. Jetzt? Das war wichtig. Und das war für Mainz so wichtig, dass er sich noch den Schuss wirft. Also die Schalke haben die nächste Riesenchance, hier in Führung zu gehen. Wird Einwurf geben. Ja, Blau-Weiß macht natürlich den Druck, möchte natürlich dahin, wo sie
möchte wieder nach ganz oben. Und dazu muss heute eigentlich der Sieg in Mainz verfolgen. Aber wie gesagt, das wird nicht ganz einfach werden. Aber sie tun viel dafür, dass das funktioniert. Misslungene Ballannahme hier im Bedrängnis. Ja, Ball ist erstmal weg. Ah, viel Pass kann man zwar Latzer. Ah, den muss er besser verteidigen. Levin Sunali. Der Ball an den Pfosten und wieder ins Feld. Glück gehabt für die Schalker diesmal, dass der Ball nicht an die Latte geht. Und dann haben wir den Rosen, der jetzt ein bisschen Rasen vor sich hat. Und weil der auch relativ schnell ist, kann das ganz gefährlich für die Mainzer werden. Und genau so ist es. Und es ist ein Konter und es steht 1-0, 23 Minuten. Schau nochmal auf die Wiederholung. Das ist ein richtig gut gespielter Konter. Da ist er einfach. Aber schön gespielt auf alle Fälle. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Diesmal kommen die Mainzer da nicht hinterher. Ja, deswegen bin ich auch froh, dass wir die beiden außen geholt haben mit Richter und eben mit jenem Javairo del Rosso, der jetzt auch Linksverteidiger kann, theoretisch. Die Schalker da mit vorne. Tor Schalke 04. Die Nummer 16. Javairo del Rosso. Ah, die Schalker gehen dazwischen, stören die Mainzer da relativ früh. Und holt sich natürlich dann den Ball nach dem Mainzer Angriff oder nach dem Mainzer Sitz. Der Angriff ist erstmal wieder vorbei. Das war zweifach. Ferreira. Ja, schade. Jetzt gehen die Mainzer ein bisschen im Mittelfeld gerade. Spielen da ein bisschen sehr durch, diszipliniert. Guter Ball auf außen. Jetzt kann die Alleingabe kommen. Aber. Nee, der Ball der ist erstmal so weg. Erstmal so weg. Bleibt da weg, bleibt da weg. Jetzt kann er sich den Ball zum Einwurf holen. Schönes Pressing jetzt. Ja, der Rosso, der unter Zugzwang steht. So ein bisschen gerade in den Ball spielen. So ein bisschen hat aber dann irgendwann ihn gekriegt. Es gibt Neuigkeiten aus der Rosso und jetzt auf der, wieder auf seiner gewohnten Außenposition. Ja, wir haben hier das erste Tor für den VfB Stuttgart. Neuer Spielstand damit 1-0. 35 Minuten sind. Schade, das war die erste. War eine wichtige Situation, diese wichtige Abwehrsituation, weil gefährlich werden sein können. Jetzt mal die andere Seite, Adeyemi, der Tempo macht. Und die Mainzer mit einer Riesenchance, einer. Uiuiui. Ui, ui. Fast verschenkt. Die haben sie richtig verschenkt. Die hätte ganz, ganz gefährlich sein können für die Schalke, aber ist es nicht geworden. Glück für Blau-Weiß, dass sie da unbeschadet durchgehen. Musiala. Richter. Ja, schön gemacht von Richter. Die Flanke kommt oder Alario kommt nicht hin. Kopfball trifft er einfach nicht richtig, kommt nicht hinter dem Ball, viel zu ungefährlich. Der Torschützenkönig von der Vorsaison hat gerade so ein bisschen seine super Aktion. Hat so ein bisschen Probleme diese Saison. Die Balleroberung unwiderstehlich. Ferreira. Sieht gefährlich aus. Und dann pfeift der Schiri den Angriff der Mainzer weg und pfeift zwei Halbzeit. Also das hätte ich laufen lassen noch am besten. Aber Glück für uns. Es bleibt also 0-1. Bleibt 0-1. Durch die Rose. Und alle anderen Partien, die gerade in der Halbzeit sind, stehen unentschieden 1-1. Also Schalke kann zufrieden sein mit der bisherigen Leistung. Naja gut, gehen wir rein in die zweite Halbzeit. Natürlich auch so weitergehen. Richter. Ja, der kriegt jetzt den Druck. Schön gemacht, der Marco Richter, aber wieder keiner in der Mitte, ne? Ich nehme die Ecke mit. Und das gibt Eckball. Das glaube ich so das Maximum, was ich gerade aus der Situation hätte, was ich aus der Situation machen konnte. Abstoß, Ball war draußen. Ah ja, Abschluss, okay. Ja, es läuft gerade noch nicht sehr gut gegen Dortmund, hat es funktioniert, aber es läuft gerade so ein Manchester bisschen. Manchester City hat einen Transfer vermeldet. Oh, Emolo. Das ist wohl wirklich ein echter Wunschtransfer. Ein echter Kuhwolf, wenn du mich fragst. Alle Beteiligten müssen froh sein, dass es jetzt zu einer Einigung kommt. Und jetzt haben wir die Mainzer. Und das ist das 1-1. Und das ist nicht ganz unverdient. Alles wieder offen. Es ist nicht
unverdient. Wir sehen, wie er die Gegner reihenweise stehen lässt. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe. Keiner geht hin. Cool, er kann abschließen. Und damit steht es 1-1. Und es ist hier im National und wir haben 59 Minuten. Ja, es ist ein komisches Spiel momentan. Es läuft nicht so wirklich. Ja, energischer Vorstoß. Ja. Ach komm schon, da war doch kein... Er hatte echt Glück, dass er da rankommt. Gleich gibt's eine Auswechslung bei der Mannschaft. Ja, es ist ein Spiel jetzt gerade, was überhaupt nicht läuft für uns. Latza. Ballbesitz verloren. Und wir freuen uns auf die nächste Bundesliga-Begegnung für Mainz 05. Dann geht es zu Hause gegen Bayern München. Wir freuen uns auf eine hochklassige Partie. Oh, viel Platz jetzt. Oh, das ist wieder so ein ähnliches Spiel wie in Freiburg. Alles im Griff, man führt 1-0 und kriegt das Ding nicht nach Hause und lässt sich das Ding dann wieder rausnehmen. Ja, ich kann den Frust verstehen, wenn du als eigentlich stärkeres Team dann doch nur dem Remis entgegengehst. Das ist bitter, ja. Aber das haben sie sich selbst zuzuschreiben. Richtig. Sie haben kaum klare Chancen. Das ist alles halbherzig. Schön, aber jetzt mal auf Marco Richter. Jetzt vielleicht die Flanke. Er kann abwehren. Ich komme nicht hin. Ich komme nicht rein in das Spiel. Ja, es ist, bevor ich jetzt gar nicht wechsle, werde ich jetzt was versuchen. Und zwar mit dem Dreifachwechsel, weil alles andere bringt jetzt einfach meiner Meinung nach nichts. Das ist einfach mal auszuprobieren, einfach mal was zu. Jetzt Özunali, der Torschütze der Mainzer. Und er kommt ohne Probleme hin und die. Und das kann es nicht sein. Jedes Mal die gleiche Scheiße in Grün, ey. Man führt aus einem Spiel wie in Freiburg. Genau das ist die gleiche Parallel. Man kommt nicht rein. Weg den Außenverteidiger abgespielt, die Flanke in die Mitte, keine Chance für die Schalke und damit war es das 1. Ist das die Entscheidung, Buschi? Sieht ganz danach aus, Wolf. In wenigen Minuten ist hier Schluss und sie haben die Führung. Ja. Rashica. Nicht gut verteidigt. Weil sie jetzt gerade noch neu gekommen für Marco Richter. Rashica. Nee, da geht er auch in den Strafraum nicht. Resolut dazwischen, aber gut gemacht. Kein Foul. Ja, aber dann sind das wieder die Punkte, die am Ende fehlen könnten. Und wir... Hab dich. In der Mercedes-Benz Arena ist was passiert, nämlich ein Tor. Ich gebe kurz ab ans Studio. Kobylanski! Kobylanski! Und verzieht! Diese Chance haben sie fast verscheckt. Ja. Jetzt wissen wir, mit wem es Schalke als nächstes zu tun bekommt. Okay, gegen Köln. Es geht gegen den ersten FC Köln. Im nächsten Spiel in der Bundesliga. Eine ziemlich ausgeglichene Angelegenheit. Ja! 2-1 heißt es hier momentan und wir schauen schon mal auf die Folge. De Rosun! Tor! Und das ist der Ausgleich. Wahnsinn! Und das so spät in diesem Spiel. Ja, da haben die Mainzer mal einen Fehler hinten in der Verteidigung gemacht und die Schalker lösen die Situation und machen ihr Tor. Versenkt das Ding eiskalt. Hier nochmal dieser Treffer. Den Ausgleich haben sie sich wirklich verdient. Ein richtig gutes und ausgeglichenes Spiel. Die Nummer 16. 6 Minuten sind noch zu gehen. Ja, geht doch vielleicht doch noch was. Pierre Kunde Malon. Ferreira. Da gibt der Vorteil. Gute Entscheidung, Spielfluss nicht unterbrochen. Immer noch unentschieden. Vielleicht jetzt spät nochmal die Chance. Herz Becker.
Nur eine Minute. Ach Mann! Zeit, dann ist hier Schluss. War doch ein Foul. Der war zu ungenau. Dann spielst du da echt unentschieden, ey. Mann! Bleibt es also bei diesem Remis. Sind hier ganz spät wieder reingekommen in diese Partie. Am Ende kommt ein Zähler raus. Ja, aber zwei Punkte verloren. Und, das ist in Ordnung und sie haben Nervenstärke bewiesen. Unnötigerweise zwei Punkte verloren. Nein, letztendlich also den Dörner. Absolut überzeugend seine heutige Leistung. Boah, er hier mit einem Doppelpack, aber... Ja, so wird das nicht diese Saison. So wird das schwierig werden. Weil du jetzt schon wieder fünf Punkte verloren hast gegen auf die Spitzen. Ich jetzt mit vier Punkten nach drei Spielen da. Das ist halt das, was nicht passieren darf. Naja. Vielen Dank, dass Sie schon so kurz nach Spielende bei uns sind. Ja, das ist halt. Gerade heute alle drei haben sind irgendwo nicht überzeugt. Immer wieder Lücken in der Verteidigung und alles. Und dann Musiala hat es heute nicht wirklich gepackt. Kubilanski hat halt eine Riesenchance. Naja, gucken. Vielleicht muss ich mal gucken, dass ich noch einen Sechser verpflichte. Gefällt mir gerade momentan alles nicht. Transferangebot für Alario, Bujelab. Ja gut, Bujelab will ich ja verleihen, aber... Delegieren nämlich als Kaufoption mindestens raus. Maximal eine Leihe. Millionen für Alario. Wenn ich den hole, kann ich mir vielleicht suchen, noch einen Stürmer zu verpflichten. Ich meine, ich hatte ja mit Kalajdzic noch einen. Ich versuche mal 35 zu gehen. Vielleicht schafft das ja. Ich denke nicht, dass Stuttgart das mal, aber momentan sind wir ein bisschen dran. Wir sind nur Zehnter und das als eigentlich ja. Naja, gucken. So, Bujula wechselt erstmal für ein Jahr zumindest zu. So, Renault. Da müssen wir tatsächlich doch nochmal jetzt noch einen Ersatzkeeper verpflichten. Wenn er wirklich gehen sollte. Und 80, ich gehe mal auf 80 hoch, vielleicht sagen sie es ja. Ich denke nicht, dass es machen, aber
Ich habe 45 Millionen Marktwert, weil jetzt momentan bieten sie 70, vielleicht spielen sie ja 80, vielleicht gucken, was passiert. Nachdem jetzt noch im Winter, vielleicht hole ich, muss ich tatsächlich nochmal einen holen. Schade, ich hatte ein bisschen. Ich dachte mir, okay, ich kriege eine Information vorher rein noch, aber irgendwie will er sie doch nicht. Ja, die Folge geht heute sehr lange, das weiß ich auch. Oh, Buschel ist doch ausgeliehen. Nach Portugal erstmal. Ich weiß nicht, mal gucken, was passiert. Sollte es jetzt wirklich passieren, dass wir nochmal aufrüsten müssen, dann mache ich vorher einen kleinen Break. So, muss sein, ja. Ist da eine Information noch reingekommen? Renault abgegeben, ja, tatsächlich, ich muss doch nochmal verkaufen. Nochmal kaufen. So, gut. Okay, dann machen wir jetzt mal einen kleinen Break. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter mit dem Transfer-Deadline-Finale und vielleicht sogar dem nächsten Spiel schon gegen Köln.